Hallo Freunde, hello friends, it's me, the speaking Busch. Ich bin's, der sprechende Busch. Ihr könnt mich nicht sehen, weil ich bin getarnt. Ha, ha. Wir machen heute ein spezielles Review. We're making a special review today with a Juchten Bowie, a hand-forged Bowie made out of spring steel, made in Germany, completely handmade by a good friend from me, by Juchten. Wir machen heute ein Review über das Juchten Bowie, gemacht aus Federstahl, handgeschmiedet mit with deer stack handles, real deer stack handles, from an ex-deer in Germany, von einem ehemaligen Hirsch in Deutschland, genau gesagt im Saarland. Und das testen wir heute mal. Moment mal. I'm the burning bush. Anyway, I wish you a lot of fun with my video. Have much fun now. So, dann machen wir erstmal einen schönen Schneidetest. Moment. Ja, we in Germany may only drink 3 or 4 or 5 or 10 beer when we want to drive again. So that's really unfair. 10 beer is nothing. It's only like a gallon. So. Oh, that's really mate. Oh, amazing. Oh, lecker. Schau mal. Richtig schöne Stücke. Und der erstmal. Ich gebe nichts ab von, kannst vergessen. Oh, very soft and crusty. A little test. Ah, oh, Moment. Geht gut. Works good. All right. Do something easy for the beginning. Mal nicht zu viel, wegschneide von, ein bisschen. Ich kann essen, was ich will, ich nehme einfach nicht ab. So. Ja. Ja, natürlich rasierscharf. Kam schon so von Juchten. Ist natürlich mittlerweile schon ein bisschen gebraucht von mir. Habe ich wieder abgezogen, aber ach, das ist fantastisch. Das Richtige für Brotzeit. Probieren. Ja, sauberer Schnitt. Es trying something harder. Was härteres probieren. Ein schöner Speck. Ja, goes that easy, look. Geht so einfach. Aber wenn man will, haucht in eine Scheide schneide. Scheide. Schneide. Wie heißt das? Scheibe. Ja, Scheibe schneide. So. Ja. Fantastisch. Geht also runter ohne Kraftanstrengung, so wie es sein muss. Oh, das riecht so geil. It's smelling that good. So. Macht Schwarzwälder Speck eigentlich hauchdünn. So schneiden wir ihn normalerweise. Und das probieren wir jetzt mal. Ja. Das Gewicht des Messers arbeitet natürlich für sich, also Drucke brauchen wir da gar nicht. Einfach nur Ansätze, Schiebe, schneide durch. Fantastisch. That's really great. It's really sharp, like it should be. Like every knife should be, really sharp. Yeah, great. That works great. It's really good in the hand. Man hat es wirklich sehr gut in der Hand. This is real German deer stack. It's fixed with 16 bolts of brass, so you will never lose this handle. That's nice, huh? Design is like from the mid ages, like medieval knife, like an outlaw knife from the 16th century or something. Sieht aus wie so ein altes Räubermesser, ein großes Bowie. Richtig geil. Ja, ein Schätzchen. Like I said, it's hand forged from spring steel. It's extremely tough and thick. It's about 7 or 8 millimeters of thickness. I will prove it later. Geil. Geiles Ding, geiler Klopper.
Und die Balance ist unglaublich gut in der Hand. Ja, it's a really good balanced. It's incredible for such a big and heavy knife, but it's a really good balance. We will look for the weight later with my kitchen scale. Ich will erstmal was essen hier, Mann. Oh. Oh, der Busch bleibt hängen. So. Ja. Oh, könnte mich tot rieche dran. Dann brauchen wir natürlich ein Brezel. Look how sharp. Incredible. I need butter, fresh butter from happy cows. Frische Butter vom glücklichen Kühen aus Bodenhaltung. Nicht sparsam sein mit der Butter. Jetzt habe ich leider die Zwiebel vergessen und die Gurke geht aber auch so. Oh, müssen wir mal riechen. Ha, lecker, lecker. Lecker Brötchen, ja. Moment. Ich teste das mal für euch, ja. Nearly better than having sex. Ja. Was gibt's sonst Neues? Eigentlich nix. Kann man es aushalten. Das ist mein Frühstück. Ich hatte leider keinen Kaffee da. Also echtes Pech. Das ist mein Breakfast. But unfortunately, there's no coffee left, so I have to use beer. Yeah, I'm a poor person. Oh, it's tasting so good. Könnte alles andere vergessen. Let's give some food to some Black Forest Piranhas. Schwarzwälder Raubfische füttern. Put, 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 put. So, hacken wir ein bisschen Holz. So, that's a beechwood, a beech tree, eine Buche. 8 cm Durchmesser. Wahnsinn, wie das reingeht. It's incredible. Incredible power with this knife. Better than an axe. Baum fällt auch nicht auf die Kamera. Das geht sehr schnell. Es ist unglaublich, die Wucht, die man mit diesem großen, scharfen Messer hat von Jurten. Also, ist ein Kinderspiel. Wenn wir genau anschauen. Schnittstelle, Moment. Ja. Wir sind durchs Dickicht. Here we go. We takes big bites. Im tiefe Bisse. Und der Messer macht es übrigens nichts, wie ihr seht. Hat einen balligen Anschliff. Also convex edge. Sharpened down to zero. Very sharp, very stable. This kind of grind. Nice work, I think. Let's
geworden. So Leute, was wir als nächstes machen mit dem riesen Klopper, ist ein bisschen Betoning. What we do next is just a bit Betoning with this Monster Bowie. Well, let's see how it works. Okay. Fangen wir mit einem einfachen Stück an. Let's start with an easy one. And then we will raise the bar. Ja, das ist einfach lächerlich, für so ein großes Messer sowas durchzuhauen. Deswegen machen wir diesen hier. Den haben wir letztens mit der Schanzmachete abgehauen. Das ist Diameter of 4 inch. Das sind 10 cm Durchmesser, 10,5. Jetzt geht's ab. Er ist voller Äste, aber das stört das Juchten überhaupt nicht. That's how a good knife should work. Und seht mal, wie der verdreht ist, weil er voller Äste war, full of branches. So this is very difficult to batone. But the knife did a very good job on this. Yo, that's good. Chops for one hit. Oh, I missed it. My mistake. Ich hab's verfehlt. Das ist natürlich mein Fehler. Ich glaube, ich habe noch ein Bier zu wenig. Moment. Yeah, now I hit it, but not really. Ah, anyway, it works. Es funktioniert. Was drehe ich hin? Incredible power, this knife. Incredible power. Unglaubliche Kraft, dieses Juchtenboy. Super Arbeit, Roman. 0,6 mm Blechstahl. Stahlblech. So. Habt ihr gesehen? Der übelste Missbrauch, was man mit Messer machen kann, ist auf eine Stahlkante hochhauen, egal wie dünn sie ist. Weil da kommt eine enorme Wucht auf eine extrem kleine Fläche. Und jetzt schauen wir mal, ob das Juchtenbowie gechippt ist oder gedent. Und es ist nichts. Hier sind immer die kleinen Kratzer an der Seite, die dadurch entstanden sind. Aber keine Chips und keine Dents. You see some scratches here on the side, but this is not chipped. And this was an extreme abuse for a blade, because hitting an edge of some different metal just with a knife is a lot of stress to the blade, to the edge, because a lot of force comes on a little point, and if the blade is not good, it will certainly chip out. But this didn't chip, only some scratches. Or we can live with this. That's good. Sehr gut. It is easy to resharpen. Das ist eigentlich relativ leicht nachzuschärfen. Ich habe es schon 2-3 Mal nachgeschärft, weil ich es, wie gesagt, schon in Gebrauch habe. Und Nachschärfe ist überhaupt kein Problem. Also sollte mal eine kleine Schnatte vom Arbeiten drin sein, was auch nicht schlimm ist. Ne? Holzfäller haben das in ihrer Äxte ständig. Kann man es wieder relativ leicht rausbekommen. Das ist ein sehr dankbarer Stahl zum Nachschleifen und so fürs Outdoor natürlich hervorragend geeignet. Well done.
Ah, look at this. Incredible deep. Unglaublich tief. Gut, ich habe auch mit zwei Händen zugehauen, aber es geht da rein wie durch, weiß ich auch nicht, wie durch Butter, wie durch Pappkarton. So, wir schauen uns die Spitze an. Let's have a look to the tip. If there is some damage. That's just color, that's not a damage. Das ist nur Farbe, das ist keine Beschädigung. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie ich da reingepfeffert habe mit zwei Händen. Hier ist keine Beschädigung. No damage to the blade. Ah. Brett ist festgeschraubt. Well, good power. Brett habe ich zwar nicht losgekriegt, weil das habe ich mit ein paar Spacks festgeschraubt. Liegt aber nicht am Messer, sondern an meiner Kraft. Die endet irgendwo. Ich habe 110 Kilo, habe mit beiden Händen an dem Messer gehebelt, gerissen. Das Messer lässt das vollkommen unbeeindruckt. Wie ich drauf gehauen habe, bedarf keiner Worte. Haben wir gesehen. Und die Scheide, Schneide hat überhaupt keine einzige Macke. No chips, no dents, nothing. And I really used a lot of force to do some stupid action, but for a hard test. So, holds up very good. Richtig fettes, geiles Messer aus Federstahl. So muss das sein, damit kann man werken, damit kann man arbeiten. Okay, machen wir weiter. Oh, let's do the weight. Wir wiegen es mal. 2 pounds and 0.65 ounces. That's a beast, isn't it? Jetzt in Gramm, now in Gramm. Come on, yeah. Das sind 925 Gramm. Aber Leute, täuscht euch nicht. Ein paar in Langöns haben es in der Hand gehabt. Das ist unglaublich gut ausbalanciert, also es kommt einem überhaupt nicht so vor wie 925 Gramm. It feels lightweighted in the hand, because the balance is very well done. It's very good. It doesn't feel like 2 pounds. Really, I love it. Look at this massive handguard. It's also forged. Schaut euch mal den massiven Fingerguard oder Handguard an. Unglaublich. Unglaublich. Wunderbar. Schöne kleine Klingelfänger nach unten dran. Ja, das ist Schmiedearbeit in Reinkultur. Very nice. That's a beauty, isn't it? Really a stag. Polished. Brass bolts here. It's nearly full tang. It's almost full tang. Es ist fast full tang, kann man sagen. Es ist eigentlich full tang. Es geht ja durch die komplette Greifhand durch und endet halt hier hinten, weil der Deer Stack hier ist hier schon etwas überragt, etwas schräg ist. Also Full Tank Knife. Ein Klopper. So, jetzt schauen wir mal die Klingestärke an. Let's have a look at the blade thickness. I guess it's around 8 mm or something. Or more even. Even more. I guess. Let's have a look. So, at the spine it has 7.95 mm, almost 8 mm, fast 8 mm, 7,95 mm am Spine, am Rücken.
and it's a flat grind down, and the edge is a convex edge. Es hat einen Flachschliff und dann hier ein Konvex, also ein balliger Anschliff auf Null. Ganz tolle Arbeit von Roman, sehr archaisch, sehr überzeugend, sehr abschreckend für einen Gegner, wenn man es dann doch mal zum Kampf bräuchte. Jo, ein Schätzchen par excellence. That's a Bowie, a German Bowie. Ich hoffe, ich hau heute nicht schon wieder einen Stein. Okay. Yeah. Yo. Ging gut ab. Oh, what you see, a knife is not only for cutting, it's a multifunctional tool. Was ihr seht, ein gutes Messer ist nicht einfach nur zum Schneiden da, das ist ein multifunktionelles Werkzeug. Und Bowie ist solch ein Multitool par excellence. Wenn es gut gemacht ist, wie von Juchten. Durch. Zwei Hiebe ist durch. Na, das hat jetzt mal geklappt. Das hätte ja vor meinem Seil auch klappen können. Diesmal war ich wenig schneller. Look. See the size of this branch with one hit. That's good. That's hazel. Hazelnuss. All right. So Freunde, was lässt sich über das Juchtenbowie sagen? Ich denke, man braucht nichts mehr dazu sagen. Ihr habt gesehen, was es kann. Das Ding ist ein Gesetz in der Hand. Ja? Das geht einfach überall durch. Durch Holz, durch Fleisch, durch Brot. Durch Seile. Das ist unglaublich schnittfest, unglaublich stark. Es hält die Schneide, die Schärfe sehr lang, relativ sehr lang für einen Carbonstahl. Es hat übrigens eine sichtbare Hammondline, Harmonlinie, die man jetzt, die Härtelinie, die man jetzt nicht so gut gesehen hat auf dem Video. Alles so. Das ist eine ganz tolle Schmiedearbeit von Juchten. Hat es auch selber sehr gut gehärtet. Der Griff ist ein echtes Hingucker, ein echtes Schmankerl. Da wird nichts locker mit 16 Nieder. Toller Handguard und ein archaischer, mittelalterlicher Look, wie ich ihn mag. Sieht aus wie ein altes Western Bowie oder wie ein altes Räubermesser im alten Deutschland. Es ist einfach ein sehr romantisches Stück Messer, Stück Stahl. Wirklich meisterlich gefertigt von unserem Roman. Ganz klare 10 von 10 Punkte von mir. Ich liebe das Teil. Man braucht nicht überlegen, wenn man damit mal ein bisschen rauer zu Werke geht. Das hält einfach durch. Das hat fast 8 mm Klingestärke am Rücken. Und es ist nicht zu kurz. Und trotz des hohen Gewichtes von fast 1 Kilo hat es eine unglaublich gute Balance. Es lässt sich mühelos bewegen, mühelos drehen. Einfach ein ganz klasse Messer. Vielen Dank nochmal an dich, Roman, für diese tolle Arbeit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken vom Video. So what I can say about this handmade German Bowie knife from Juchten, it's a wonderful knife, I love it. I love the medieval look of it. You see here the marks from hammer forging. I like the deer stack handles with 16 bowls. Well, never will it become loose or something, it's very good in the hand. It has a good balance despite to its very heavy weight of nearly 1 kilogram, 2 pounds and something. And it's hammer forged, it's different, really hardened, and
this holds an edge very long. It's easy to resharpen. I love it for the woods. Yeah, I think it's a good work from the German knife maker Juchten. Wer interessiert ist an weitere Messer von Juchten, kann im Tactical Forum seine Galerie bewundern. Dort gibt es einige User, die ihre Messer fotografiert haben, Juchten auch selber. Dort kann man sie bestaunen und vielleicht auch mit Roman Kontakt aufnehmen. Ich bin stolz auf meinen Juchten und ich halte es in Ehre. Unverkäuflich. Have a nice day. Thanks for watching your BFG.